Ja, und hier sind wir jetzt im ersten Raum des Fassbinder-Nachlasses, speziell für das Presse- und Textarchiv. Diese Schuber links und rechts von mir beinhalten Materialien zur Rezeptionsgeschichte von Fassbinder, zusammengestellt seit 1982. Das sind Zeitungsartikel, Berichte, Flyer, Kataloge, Materialien, die entstanden sind zu Jubiläen von Fassbinder, zu Geburtstagen, zu Todestagen. Ob es jetzt Zeitungsausschnitte sind zu all seinen Filmen, aber nicht nur Filmen, sondern auch Theaterstücken, beziehungsweise auch Wiederaufführungen seiner Theaterstücke oder Adaptionen der Theaterstücke, bis hin zu Artikeln zu all seinen Schauspielern, Schauspielerinnen, aber auch Kameraleuten, Architekten, Kostümbildnerinnen. Wenn es in der Zeit ab seinem Tod einen Artikel gab über einen dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wurde dieses Material gesammelt über einen Ausschnittsdienst und in diese Schuber verbracht. Aber nicht nur Zeitungsausschnitte, sondern auch Hochschulschriften, Promotionen, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten, die zum Thema Fassbinder und seinen Filmen und die Rezeption seiner Filme entstanden sind. Was es auch hochinteressant macht, ist natürlich die Frage, wie kam Fassbinder und wie wurde Fassbinder im Ausland rezipiert. Hier gibt es Unterlagen zu frühen Retrospektiven in New York im Museum of Modern Art oder im Centre Pompidou in Paris. Weltweit sind hier Flyer und sogenannte graue Literatur aufbewahrt, die das Wirken und das Nachwirken von Fassbinder und seinen Filmen dokumentieren.